3, 2, 1. Hey Leute, ich möchte euch heute nochmal eine weitere optische Mod vorstellen, die ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht in das Video reingenommen habe, wo ich mehrere optische Mods vorgestellt habe, welches ihr, wenn ihr es verpasst habt, hier nochmal sehen könnt, wenn ihr hier draufklickt. Aber diese Mod ist etwas ganz, ganz Besonderes. Sie macht aus dem Großteil, was ihr in Minecraft seht, so nicht mehr Minecraft, sondern lässt die eckigen Blöcke etwas smoother wirken. Das Ganze funktioniert nicht bei allen Dingen, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, dass es nur die natürliche Umgebung verändern soll. Also Stein, Gras, Sand und ähnliches. Ich zeige euch heute ein bisschen was davon. Und auch die Probleme, die dieser Mod mit sich bringt. Aber an sich ist es etwas, das man sehr gut benutzen kann. Es funktioniert eigentlich auch mit jeglichem anderen Mod zusammen. Es sieht nur manchmal sehr komisch aus. Ihr seht hier zum Beispiel Thaumcraft drin und ich zeige euch das später auch noch im Elysium. Was ich auch vor kurzem vorgestellt habe. Also könnt ihr auch nochmal anschauen gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Und dann erkläre ich euch alles ganz genau. Also Leute, willkommen noch einmal zur Mod-Vorstellung der NoCubes-Modifikation. Der ein oder andere von euch kennt sie bestimmt schon, denn diese Mod gibt es schon seit längerem. Aber mittlerweile ist sie zu einem Stadium gekommen, wo man sie wirklich gut benutzen kann. Es gibt ein, zwei kleine Probleme damit, die, je nachdem wie man denn drauf ist, einen stören oder auch einfach vollkommen egal sind. Das erste wäre zu sagen, dass wenn man keine besonderen Schuhe aus irgendwelchen anderen Mods drin hat, dass es sehr verwirrend sein kann mit diesen Blöcken. Ich habe jetzt zurzeit die Boots of the Traveler von Thaumcraft an, damit ich an diesen Bergen auch hochlaufen kann, ein Block hohe Abstände. So kann man das nämlich nicht. Es ist etwas arg verwirrend, wenn es so aussieht, als könnte man dort hochlaufen, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Oder man installiert einfach weitere Mods, wie eben Thaumcraft mit den Boots of the Traveler. Es gibt auch ganz normale Mods, die einfach diese Funktion einfügen, ohne dass man Schuhe anziehen muss dafür. Das Ganze hier ist jetzt auch ein Biom von Thaumcraft, deshalb ist es so lila. Wir gehen mal rüber in eine ganz normale Umgebung, wo es etwas grüner ist. Die ganze Landschaft wirkt wirklich sehr schön, besonders für irgendwelche Traileraufnahmen oder Cinematics, denke ich, ist das eine der besten Modifikationen, die man nehmen kann. Besonders in Kombination mit Shadern sieht das einfach nochmal ein super cooles Stück besser aus. Ein weiteres Problem wäre natürlich das Wasser, denn das sind feste Blöcke und wenn ihr dann so wie ich Shader installiert habt, kommt es zu komischen Dingen, wie dass das Gras hier zwar versucht runterzugehen und die Erde, aber dass hier dann einfach mal so komische, naja, Wasserecken sind. Das Ganze lässt sich mit gewissen Shader-Mods auch wieder ausschalten, ich habe nur keinen gefunden, mit dem das wirklich funktioniert. Es gibt nämlich diese Mods, die das Wasser rund wirken lassen. Das müsste zum Beispiel mit den Zeus-Shadern gehen, nur habe ich damit immer das Problem, ich kann damit nicht aufnehmen. Hier sieht man zum Beispiel auch ein bisschen, es ist schon etwas runder, aber dieser Shader-Mod von Shukepic macht das noch nicht allzu perfekt. Ich möchte euch unbedingt eine Sache noch zeigen, und zwar, gut, das hier kann man auch mal sich angucken, ist auf jeden Fall ganz schön. Auch hier natürlich wieder sau verwirrend, wo man denn jetzt laufen kann und wo nicht. Aber man hat den Dreh mit der Zeit raus, denn da, wo die Erde etwas weiter rausguckt, kann man auch weiter laufen. Und da, wo sie halt nicht so weit rausguckt wie hier, kann ich natürlich nicht so weit laufen. Es ist alles etwa angepasst. Die Blockrichtung, wie weit sie gehen und so, soll auch alles noch angepasst werden. Aber das erfordert einfach eine riesige Menge an Code und da ist der Entwickler noch die ganze Zeit bei. Wir laufen jetzt mal ganz kurz wohin, wo ich vorhin schon eine tolle Umgebung entdeckt hatte, möchte ich euch unbedingt noch zeigen. Das hier ist einfach nur Sand, der komisch generiert und hier sieht man zum Beispiel eine kleine Buchthöhle, was auch sehr, sehr schön aussieht, dadurch, dass es so NoCubes-mäßig ist. Aber das ist nicht der Eingang, den ich euch zeigen wollte, sondern das hier. Diese Höhle sieht einfach phänomenal aus. Ich finde, es ist einfach richtig, richtig cool. Wenn man sich zum Beispiel noch Dynamic Lights mit installiert oder einfach das Hyper-Nitro von Thaumic Tinkerer nimmt, welches Licht ausstrahlt, ohne dass man es benutzen muss. Ich glaube sogar, dass ich einen Shader-Mod habe. Ich schalte mal ganz kurz um. Den hier, der Licht ausstrahlt, wenn ich Items in der Hand halte. Genau. Und das Ganze funktioniert auch wunderbar mit diesem Mod. Es heißt zwar eigentlich, dass das Lichtsystem etwas verbuggt ist, wenn man keinen Shader drin hat, aber das Problem hatte ich nicht. Ich habe jetzt einen Shader drin, weil es einfach noch ein Stückchen schöner aussieht, aber das ist auch ein Problem. Hier sollte eigentlich überhaupt kein Durchgang sein, aber dadurch, dass hier und da Luft ist, ist hier ein Durchgang. Es ist also ein bisschen zum Schummeln auch da. Aber das ist eigentlich nicht beabsichtigt. Ihr könnt einige Dinge auch noch in den Configs umstellen, wie welche Blöcke benutzt werden können. Zum Beispiel so, dass die Höhlen ganz normal eckig sind und nur die Oberwelt oder auch andersrum. Und das Erkunden dieser Welt ist auf jeden Fall ziemlich cool. Man wird natürlich manchmal Probleme haben, dass man manche Sachen nicht findet, da diese Steine an gewissen Stellen einfach hoch und runter gehen und damit auch Erz überdecken. Aber im Normalfall passt sich auch zum Beispiel dieses Eisen oder Gold, das müsste Eisen sein. Eisen sein. Genau, Eisen sein passt sich auch an. Fackeln hängen komisch in den Wänden und sowas, aber man muss mit einigen Abzügen rechnen, weil ich glaube, ihr könnt alle verstehen, dass ein Mod, der aus einem Blöckchenspiel etwas mehr oder weniger Rundes macht, auch mit vielen Problemen zu kämpfen hat.
Und einige dieser Dinge kann man auch mit verschiedenen Versionen beheben. Die 1.0, die ich jetzt zurzeit verwende, ist noch eine Beta-Version, die noch nicht allzu weit fortgeschritten ist. Wenn ihr weniger Probleme haben wollt, nehmt ihr einfach die 0.8-Version. Ist noch, zwar noch keine fortgeschrittene, vollkommene Variante wie die 1.0, aber sie hat einige wenigere Probleme, wie zum Beispiel diese Luftfehler oder auch, dass einige dieser Generationsteile sehr, sehr komisch aussehen. Aber im Endeffekt mag ich diese Version einfach lieber, weil es alles etwas glatter wirkt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal im Elysium wieder, weil das möchte ich euch auch unbedingt noch zeigen. Okay Leute, wir sind zwar im Elysium, aber hier funktioniert das Ganze nicht. Ich habe gerade eine halbe Stunde rumprobiert, ich habe verschiedene Config-Optionen umgestellt, habe die alte und die neue Version installiert, also die ich jetzt gerade zeige, ist die neue Version, die vorgeschlagen ist im Elysium-Mod-Post sogar selbst, ist die alte Version. Beide Versionen haben nicht funktioniert und ich zeige euch jetzt aber einfach nochmal ein paar Screenshots hiervon. Es funktioniert im Allgemeinen mit ein paar mehr Mods, die eine neue Dimension oder ähnliches einfügen. Auch bei Yums und Plenty ist zum Teil unterstützt. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und viel mehr gibt es ja auch gar nicht zu zeigen. Deshalb gehen wir auch mal ganz schnell wieder zurück in die normale Welt. Und hier seht ihr vielleicht auch gleich wieder, es funktioniert. Nur drinnen im Elysium halt nicht. Da oben, kann man da oben sagen? Ich weiß es nicht. Ist das so eine Art Himmelsdimension? Da im Elysium geht das auf jeden Fall nicht. Und hier geht das Ganze. Es gibt übrigens auch eine Config-Option, das habe ich gerade beim Ausprobieren erst rausgefunden, das wusste ich gar nicht, um dieses Hochlaufen auf Blöcken, was ich ja mit meinen Schuhen nur kann, automatisch anzumachen. Das habe ich nur jetzt nicht angemacht, weil ich habe halt diese Schuhe eigentlich gehabt. Da hinten sehen wir nochmal in der Wüste das Ganze, auch das funktioniert also auch mit Sand. Einfach letztes Mal zum Zeigen, hier wieder hinlaufen. Die Wüste sieht damit echt ziemlich cool aus, so richtig schön smooth und alles. Auch der Sandstein integriert sich damit gut rein und ist nicht plötzlich ein eckiger Block, obwohl der Rest alles rund ist. Einfach mal hier schauen, wir können auch einfach ganz normale Blöcke hier reinsetzen, da passiert nicht viel mit, die anderen Blöcke bleiben gleich. Und wenn wir Blöcke abbauen, dann verändert sich immer die Umgebung, nur manche Dinge verändern sich nicht. Eine letzte Sache, die mir aufgefallen ist, die etwas doof ist, wenn wir mal hier stehen und den ganzen Sand unter uns weghauen, wie behindert, dann entsteht hier zwar ein kleines Loch, aber nicht annähernd mit der Tiefe, das heißt, man kann die Tiefe nicht richtig einschätzen. Und wenn wir jetzt hier einfach nochmal ein paar Blöcke wegsprengen, oder wir nehmen uns einfach mal ganz kurz einen Creeper, machen wir das mal ganz schnell, auch wenn das jetzt mega unprofessionell ist, dass ich das jetzt mitten in der Aufnahme mache und nicht vorbereite. Wenn wir jetzt in den Game Mode 0 gehen und hier mal einen Creeper explodieren lassen irgendwo, erkennt man das überhaupt nicht. Das heißt, irgendwelche random Löcher oder ähnliches in der Landschaft sind fast nicht zu sehen. Man erkennt natürlich, dass es hier etwas runtergeht, aber im Allgemeinen diese ganze Auslegung davon, wie weit das ist und alles, ist schwer zu erkennen. Und durch den Realistic Pain Mod, den ich jetzt auch noch drin habe zurzeit in meiner normalen 1.7, wo ich PvP-Welt spiele, haben wir jetzt auch tolle Bluteffekte. Und Schwarzpulver oder so. Also man muss sich wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, mit diesem Mod zu spielen, mit einigen Problemen bereit machen, damit konfrontiert zu werden und damit klarkommen. Aber es ist etwas, was ich ganz schön finde. Und ich bin auch in manchen Modpacks dabei, das mit diesem Mod zu spielen, einfach weil die Landschaft echt, das ist was anderes. Ich unterteile das jetzt mal nicht in schöner oder hässlicher. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Es ist genauso, wie man mit dem Shader spielt. Es ist eigentlich immer noch dasselbe. Es sieht nur ganz anders aus. Und dadurch ist es auch irgendwie wieder was ganz Neues. Vor allem, weil man auch teilweise seine Baustrukturen und alles daran anpassen kann. Aber ich würde sagen, ihr schreibt mir einfach mal eure Meinung zu diesem Mod in die Kommentare. Denn mich würde wirklich brennend interessieren, was ihr als, ich nenne euch jetzt mal Allgemeinheit, von diesem Mod denkt. Versteht das nicht falsch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch erst beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch über einen Beitritt der Nodop Army. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö.